Hallo und herzlich willkommen zu LTV Aktuell am Mittwoch. Das Auto stehen lassen und aufs Fahrrad umsatteln, darauf kommt es in der nächsten Zeit an. Warum? Das erfahren Sie heute bei uns. Und ob mit dem Fahrrad oder dem Auto, der Spreewald lockt. Wie es aber um den Tourismus durch Corona steht, auch das schauen wir uns an. Zunächst zu einer Nachricht, die in letzter Zeit zumindest in der Region keine Rolle mehr gespielt hat. Seit heute ist das aber wieder anders. In Cottbus gibt es 4 neue Corona-Fälle. Bei den Infizierten handelt es sich um eine Familie. Weitere Einzelheiten hat Jan Glossmann, Pressesprecher der Stadt Cottbus. Nach dem, was bislang bekannt ist, dass Reiserückkehrer, die im Urlaub auf Mallorca waren, eine Familie, Eltern, 2 Töchter, und die sind sozusagen am Sonntag aus dem Urlaub zurückgekehrt, über Nürnberg nach Cottbus gekommen. Der Arbeitgeber hat dann routinemäßig einen Test abgefordert und den veranlasst, und bei diesem Test sind die Personen positiv getestet worden. Wie ist da der aktuelle Erkenntnisstand? Ist bekannt, ob die Personen Kontakt zu anderen Cottbusern schon hatten? Das wird derzeit nachvollzogen durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, so wie das in solchen Fällen ja üblich ist. Bislang gibt es da noch keine festen Erkenntnisse. Das läuft also derzeit, der ganze Prozess. Und dann wird man sehen, es sind die ersten Kontakte, die man aus der Reisetätigkeit kennt, sind soweit bekannt. Und auch dort wird entschieden, ob die Personen in Quarantäne müssen, ähnlich wie die Familie in häuslicher Quarantäne ist. Ist das ein Fall, auf den man sich eingestellt hat in der Stadt? Werden wir jetzt solche Meldungen öfter hören, jetzt wo gerade auch die Reisezeit ist? Wir müssen davon ausgehen, dass durch die vermehrte Reisetätigkeit, die Leute wollen ja wieder in den Urlaub, sie wollen unterwegs sein, dass solche Fälle auftreten. Das lässt sich also nie ausschließen. Wir sind darauf vorbereitet. Ich will nicht sagen, dass es alles Routine ist, aber es wird natürlich systematisch abgearbeitet. Aber wir müssen davon ausgehen, dass solche Fälle dann wieder vermehrt auftreten werden, wenn die Leute aus dem Urlaub zurückkehren, die Schule dann wieder beginnt und dergleichen mehr. Wird dieser Fall, der jetzt bekannt geworden ist, unmittelbar auch Einfluss auf andere Cottbusser haben, auf die bisherige Handhabe, die man hat? Das ist so noch nicht abzusehen. Wir handeln immer den konkreten Fall und versuchen natürlich immer im konkreten Fall auch die entsprechenden Infektionsketten nachzuvollziehen. Dafür ist das Gesundheitsamt unterwegs und macht dort seine Arbeit. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass das in irgendeiner Form noch Auswirkungen auf andere Dinge hat. Das muss sich ergeben in den Prozessen, beziehungsweise wenn eventuell Fallzahlen wieder steigen sollten, dann muss man wieder konkret gucken, was eventuell über die Quarantäne hinaus notwendig sein könnte. Im Stadtgebiet stehen aktuell 33 Menschen unter Quarantäne. Ein Großteil von ihnen sind Studenten, die aus ihren Heimatländern und Regionen zurückgekehrt sind. Es handelt sich aber auch um weitere Reiserückkehrer oder Personen, die Kontakt zu Infizierten hatten. Vom Flugplatz zu einem Industriestandort. Die Pläne für das Gelände des ehemaligen Flugplatzes Drewitz werden konkreter. Der neue Eigentümer plant ein Zentrum für Nachhaltigkeit. So sollen Busse auf Elektromobilität umgerüstet werden, ökologische Batterien hergestellt und regenerative Energien durch Photovoltaik, Wasserstoff und Windenergie erzeugt werden. Bis zu 2000 neue Jobs könnten dadurch entstehen. Einen ersten Einblick zu den Vorhaben gibt es am 8. August. Die Investoren und Vertreter der Gemeinde Jenschwalde und des Amtes Peitz stellen sich auf dem Gelände vom Flugplatz Drewitz den Fragen der Anwohner. Die Cottbusser können sich bald abstrampeln. Viele sind bereits auf das Fahrrad umgestiegen. Und wer das eh schon längst vorhatte, für den kommt jetzt die passende Gelegenheit. Das Auto stehen lassen und dafür zum Fahrrad greifen. Darauf kommt es jetzt besonders im September an. Die Stadt Cottbus nimmt nämlich in diesem Jahr zum ersten Mal am Stadtradeln teil. Und jeder kann mitmachen. Also vom Kindergartenkind, was mit dem Rad zum Kindergarten fährt, bis zum Senior, der noch rüstlich auf dem Rad zur Gartenlaube oder wohin auch immer fährt. Da sind alle mit dabei. Es können auch nicht nur Cottbusser teilnehmen, es können auch Pendler sein, die in Cottbus arbeiten, aber außerhalb wohnen. Auch die sind teilnahmeberechtigt. Und so haben wir, glaube ich, ein ganz großes Portfolio an Menschen, die daran teilnehmen können. Das Stadtradeln ist mittlerweile ein internationaler Wettbewerb geworden. Städte aus der ganzen Welt nehmen daran teil. Dabei gibt es wiederum viele kleine Wettkämpfe, denn nicht nur die Städte untereinander messen sich, sondern auch Gruppen innerhalb der Orte, wie Schulklassen, Vereine oder Arbeitskollegen. Es geht aber nicht um Schnelligkeit, die Kilometer zählen.
Das wird dann, wenn der Aktionszeitraum beginnt, so sein, dass es auf der einen Seite eine App gibt, die man auf sein Smartphone herunterlädt und die automatisch die Kilometer, die man jeden Tag radelt, registriert und an den Zentralcomputer weitergibt und dort registriert wird. Und auf der anderen Seite kann man auch händisch, wenn man jetzt kein Handy hat, seine Kilometer aufschreiben und der Stadtverwaltung einfach per E-Mail zum Beispiel zukommen lassen. Insgesamt ist es so, dass man sich aber erstmal anmelden muss bei der Stadtradelseite, die dann kurz vorher geöffnet wird. Und mit dieser Anmeldung hat man dann die Berechtigung, die App herunterzuladen und entsprechend dort die Kilometer zählen zu lassen. Laut Sven Korytkowski gibt es bereits schon einen Fahrradanteil von 24% in Cottbus. Fast jeder vierte Weg wird also durchschnittlich mit dem Rad zurückgelegt. Das soll in Zukunft noch mehr werden. Der Wettbewerb hat für die Stadt nämlich noch einen anderen Zweck. Ja, ein wichtiger Vorteil für uns in der Verkehrsplanung ist, dass die Daten, die zusammengetragen werden über die App, so analysiert und aufgearbeitet werden durch die TU Dresden. Sie werden anonymisiert zusammengetragen und wir bekommen nachher einen Plan für den Hauptrouten, die befahren werden, von den Arten, wie gefahren wird, das heißt, wie schnell wird gefahren oder wie langsam, wo stockt vielleicht auch mal der Radverkehr. Und das sind wichtige Grundlagen für uns, die wir nutzen wollen, um das neue Radverkehrskonzept, was wir in diesem Jahr noch anschieben wollen, zu bearbeiten und sozusagen auf der Grundlage der realen Nutzer das Radverkehrskonzept anzupassen und weitere Verbesserungen einfach im Stadtgebiet für den Radfahrer auch umsetzen zu können. Den Auftakt zum Stadtradeln in Cottbus macht die Radwanderung des Ostseesportvereins am 6. September. Danach haben alle Radler genau 20 Tage Zeit, um so viele Kilometer wie möglich zu sammeln. Nach dem 26. September wird dann abgerechnet. Die erste Runde des Landespokals ist ausgelost. Wacker Ströbitz muss gegen Brieske Senftenberg ran. Und der Keukwitzer SV spielt gegen BSV Gum Nord. Spieltag für die Mannschaften ist das Wochenende vom 8. und 9. August. Energie Cottbus muss erst in der dritten Runde antreten. Durch die Corona-Pandemie gibt es für einige Vereine ein Freilos. Das hat mit dem Spielplan in deren Ligen zu tun. In den Pensionen und Hotels rund um den Spreewald klingen die Telefone im Akkord. Viele wollen sich ein Zimmer buchen. Durch die ungewisse Corona-Lage machen die meisten lieber Urlaub in Deutschland. Tourismus sind die Spreewälder gewohnt, aber in diesem Jahr ist der Andrang überwältigend. Kurzfristig im Spreewald Urlaub machen, das könnte derzeit schwierig werden. Dirk Meyer ist Inhaber der Pension zum Schlangenkönig in Burg. Nahezu alle seiner über 100 Betten sind belegt und das seit Mitte Mai, 7 Tage die Woche. Eine Buchungssituation, wie man sie vor Corona nur von Wochenenden kannte. Wir haben einen riesen Buchungsdruck aus ganz Deutschland. Man merkt, dass die Gäste im sicheren Gefilde Urlaub machen wollen, also sprich in Deutschland, und nicht unbedingt ins Ausland möchten. Was im Augenblick ja auch gut ist. Also wir sehen ja die Reisewarnung in den Balkanländern oder so nach wie vor, oder die Beschränkungen dort. Oder selbst Mallorca, unser Lieblingsland, nicht? Das Reiseland, wo es schwierig ist, im Augenblick Urlaub zu machen. Ich glaube, Deutschland bietet beste Möglichkeiten, gerade der Osten, gerade der Spreewald, sich zu entspannen. Aber jetzt sind wir voll. Insofern gibt das natürlich auch wieder andere Herausforderungen, auch für uns als Hoteliers, das Ganze zu handeln. Vor allem spült das dringend benötigtes Geld in die Kassen. Viele Häuser haben immer noch mit den Umsatzeinbußen aus der ersten Jahreshälfte zu kämpfen. 10 Wochen mussten Dirk Meyer und andere Hoteliers zwischen März und Mai schließen. Allein beim Schlangenkönig bedeutete das 500.000 Euro Umsatzverlust. Zumindest aktuell macht es aber Spaß, Unternehmer zu sein. Burg ist gefüllt mit Touristen aus ganz Deutschland. Mund-Nasen-Masken sieht man trotz Empfehlung allerdings selten und auch mit den Abständen nehmen es einige nicht ganz genau. Dabei zeigen beliebte Reiseziele wie Kroatien und Mallorca gerade, wie schnell sich eine zweite Welle entwickeln kann. Auch Nicole Schlenger sieht das kritisch. Sie ist in Burg für den Tourismus verantwortlich. Natürlich ist der Spreewald ein ruhiges Tourismusgebiet. Ausgelassene Partys wird es hier nicht geben. Ein erneuter Lockdown könnte jedoch fatale Auswirkungen haben. Es gibt selbstverständlich gerade von der Unternehmerseite große Ängste, dass eine zweite Welle kommt und dann nochmal so ein Lockdown, wie es damals der Fall war. Das würde natürlich vielen die Existenz rauben, das muss man halt sagen. Viele kämpfen immer noch mit den Auswirkungen
von der ersten Welle, sage ich mal. Wir haben Gott sei Dank im Amt Burg keine Fälle gehabt, was den Coronavirus angeht. Aber es sind natürlich auch viele Gäste jetzt von außerhalb hier und wir hoffen da natürlich auf die Rücksichtnahme aller, dass alle die Abstände einhalten, Hygienemaßnahmen einhalten, sowohl in den Häusern als auch draußen dann. Trotz Angst vor einer zweiten Welle sieht Dirk Meyer derzeit hingegen eine große Chance, die man ergreifen muss. Er spricht von einem Reset der Tourismuswirtschaft. Viele seiner Gäste wären ohne Corona-Pandemie wohl niemals im Spreewald gelandet. Also wenn Sie mich jetzt direkt danach fragen, gucke ich erstmal nach Deutschland. Für mich ist wichtig, was hier läuft. Wir müssen das Land hier wieder auf die Beine stellen und natürlich unseren eigenen Tourismus vorwärts bringen. Und wir stehen ja im Spreewald oder gerade auch in Brandenburg für ruhigen Tourismus, für naturnahen Tourismus. Und das merkt man jetzt gerade. Die Gäste sind überrascht vom Spreewald. Gerade die aus den westlichen Bundesländern kommen, die sind platt vom Osten, ja, sind überwältigt, kommen gerne wieder. Und wir haben sehr, sehr gute Bewertungen im Augenblick auch, weil wir über den Erwartungen liegen mit dem Reisegebiet. Ja. Und das ist die große Chance, das ist der Reset, von dem ich gesprochen habe. Ich hoffe, dass wir das auch viele Jahre noch transportieren können. Der Schlangenkönig rüstet sich zumindest schon mal dafür. Um etwa die große Nachfrage nach Paddeltouren bedienen zu können, mussten neue Boote gekauft werden. Wenn es so weitergeht, wird die aktuelle Bestellung wohl nicht reichen. Es muss eben nicht immer die weite Welt sein. Entspannte und erholsame Tage gehen genauso im eigenen Land oder direkt vor der Haustür. Bis zu 1400 Corona-Tests können aktuell täglich am Kalthin-Klinikum durchgeführt werden. Bisher wurden aber nur Verdachtsfälle mit ärztlicher Anordnung oder das Klinikpersonal und Patienten abgestrichen. Inzwischen darf sich jeder testen lassen. Wie das abläuft, das schauen wir uns morgen an. Nano Schwiekal übernimmt dann hier. Achten Sie auf sich, das Tragen von einem Mund- und Nasenschutz nicht vergessen und ansonsten machen Sie es gut. Näher dran mit dem Expertenangebot der Woche, wie den JBL DAB Plus Radio für 68,23 Euro, den Sony True Wireless Kopfhörern für 97,47 Euro und den Jabra True Wireless Kopfhörern für 193,98 Euro. Expert mit den besten Empfehlungen. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. Finally got you, ain't got you. Hey, hey. I don't know what it's like. Der neue Renault Captur. So vielseitig wie Sie. Jetzt probefahren in Ihrem Autohaus Hertel und Söhne. Lamsfelder Straße 1 in Cottbus. Weitere Infos unter renault-hertel-cottbus.de oder telefonisch unter 0355 48 64 27 90. Studierst oder machst eine Ausbildung? Dann wird es Zeit für deine erste eigene Wohnung. Zusammen mit der EG Wohnen. Ab 299 Euro im Monat für eine Dreiraumwohnung in fast jedem Stadtteil von Cottbus. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann lass dich doch einfach beraten.